Was geht da vorne, Supporter? Willkommen zu Resident Evil 7. Freunde, am 7. Mai diesen Jahres kommt endlich der Nachfolger raus zu diesem wunderbaren Spiel, Resident Evil Village. Wir haben jetzt beide Demos schon gespielt, ich bin mega gehypt. Wir werden den natürlich groß hier zocken auf dem Kanal. Spätestens am 7. Mai, wahrscheinlich vielleicht schon ein, zwei Tage vorher, müssen wir mal schauen. Und bevor wir das tun, habe ich nochmal Bock gehabt, die Story aufzufrischen vom 7. Teil. 100% alles ist mir nicht mehr präsent, ist ja auch schon über 3 Jahre her. Und ich habe einfach Bock, nochmal so ein bisschen reinzustarten, nochmal ein bisschen, wie gesagt, die Story neu auffrischen und vor allen Dingen nochmal ein bisschen mehr in Stimmung zu kommen für dieses Horrorspektakel, was uns dann, wie gesagt, spätestens am 7. Mai hier erwarten wird. Vielleicht habt ihr ja auch Bock drauf, mich zu begleiten. Ja, wenn es der Fall ist, lasst gerne ein Like da, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das Ganze unterstützen würdet. Schreibt mir gerne in die Kommentare, seid ihr auch gehypt auf den 8. Teil, wie fandet ihr den 7. und was ist euer Lieblings-Resident Evil Teil? Das könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare knallen. Und Freunde, wenn ihr dann noch Bock habt, checkt gerne die Videobeschreibung ab. Checkt vor allen Dingen das Gewinnspiel von meinem Partner Instant Gaming ab. Da könnt ihr auch Resident Evil Village gewinnen. Ja? Oder Guthaben für eure Konsole, PlayStation, Xbox, Nintendo, was ihr so braucht. Und folgt mir gerne auf meinen Social Media Seiten: Twitter, Instagram und wenn ihr Bock habt, auch auf Twitch. Das war's jetzt. Ihr wisst Bescheid. Ich würde sagen, wir starten durch. Hey, Baby. Ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht. Ich komme bald nach Hause. Yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schicke dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Ethan. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht... Such mich nicht! Hallo? Hey, hier, ist Ethan. Oh, hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden? Ja, ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden? Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvey. Dalvey, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Wer sollte es sein? Ich kann nur hoffen, dass es keine Probleme gibt wegen der Gewalt, aber mehr Sorgen mache ich mir aktuell bei den ganzen Videos eher wegen der Musik. Also sollte es auch hier vorkommen, dass hier und da mal die Musik geclaimed wird, wundert euch nicht, wenn das ein bisschen schneller abgespielt wird. Ja, vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, dass gerade das Musikding ist aktuell so ein Abfuck. Aber es sieht nice aus. Es sieht echt nice aus. Ich habe jetzt ganz kurz vor ein paar Stunden erst die Resident Evil Village Demo, die zweite, gezockt. Und das sieht natürlich noch ein Ticken geiler aus. Deutlich geiler nochmal auf der PS5. Ich spiele das jetzt hier gerade auf der Xbox Series X, weil ich da halt Resident Evil damals gespielt habe. Ich weiß noch nicht genau, wo ich den Nachfolger spielen werde. Geht's hier direkt schon weiter? Ich glaube schon, ne? Hier war schon direkt der Weg weiter. Hier schon voreilig. Soll ich trotzdem mal ein kurzes Tor abchecken? Ich muss mal gucken. Wahrscheinlich kriege ich das Spiel von Capcom, hoffe ich noch mal. Und dann muss ich mal gucken, wo sie mir das Spiel geben, aber für euch so sehr einig ist, soll das, glaube ich, keinen großen Unterschied geben. Aber jetzt erstmal den 7. Teil nochmal genießen. Ey, der war richtig, ah, das war so geil, Alter. Vor 3 Jahren kam ja im Januar das raus, genau, Januar war das. Also das ist wirklich jetzt schon über 3 Jahre wieder her. Die Zeit verfliegt, ne? Nimm ihre Gabe an, ne?
Unfassbar, ey. Die letzten Jahre so viel geilen Resident Evil Content bekommen, ne? Und vielleicht wird der nächstes Jahr... Oh, scheiße. Vielleicht wird der nächstes Jahr der Traum wahr vom Resident Evil 4 Remake. Die Gerüchte, vielleicht werden sie ja wahr. Ist es ein bisschen hell eingestellt oder ist es hier einfach gerade so neblig? Ach du Scheiße, Alter. Ja. Sieht auf jeden Fall einladend aus, oder? Sieht ein bisschen aus wie aus The Forest, Alter, dem Game. Wie gesagt, die wichtigsten Sachen sind mir noch präsent, aber alles jetzt 100% nicht mehr. Muss ich ehrlich gestehen. Nein, wie viele Games habe ich seitdem durchgezockt? Also, waren schon einige. Die Tasche. E-Mail. Komm und hol mich. Baker Farm. Hier willst du aber auch nicht sein, ne? Vor allem das Sounddesign ist bei dem Game so nice. Muss wie gesagt auch sehr geil sein, das auf der PlayStation VR-Brille zu spielen. Aber ich habe halt keine VR-Brille. Oh, scheiße. Vielleicht gibt es ja dann den 9. Teil. Die Fortsetzung zu Village. Ja, denn schon auf der PlayStation 5 mit VR 2 war das. Wär natürlich krass. Erstmal für Ordnung sorgen hier. Keine Wasserverschwendung. Alter, ist das ekelhaft. Das ist so richtig schön eklig, oder? Selber zuge... Ach du Scheiße. What the fuck? Okay. Okay, gut. Gut, danke für den Erfolg. Okay. Alter Schwede, was für ekelhafte Fotos, Alter. Ah, das, die Idee mit den Tapes war auch so nice, Alter. Hier haben wir sie, die Baker-Familie. Das sind wohl die Eigentümer. Sieht doch nett aus. Sympathisch. Vor allem unser guter Ethan soll ja im Nachfolger sehr viel mehr Charakter bekommen. Das hat man, glaube ich, schon ein bisschen in der Demo gespürt. Dass er mehr Emotionen und mehr redet gefühlt als hier im 7. Teil. Da bin ich auch mal gespannt, wie sie das machen. Boah. Alter Schwede. Keine Reaktion. Fall. Okay. Alles klar, Tape haben wir gefunden. Können wir natürlich direkt in den Videorekorder packen.
Du! Wo hast du diesen Typen her? Mach mal halblang, Pete. Hey! Ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Der neue Typ? Ich seh's nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewer Gators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Ich würde nicht mal auf die Idee kommen, sowas zu machen. Allein wenn es schon jemand sagen würde, ey, lass das machen, würde ich mich schon einschassen. Okay, los geht's. Mach mal Platz da. Oh, mach mal Platz da. Verschlossen. Nach dir. Okay, krasser Hecht. Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Worum geht's hier, Andre? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Ach, Mist! Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Oh, Scheiße. Lecker voll. Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl, das wäre ein toller Hintergrund. Andre, was meinst du? Geister im Bayou gesichert. Andre? Andre! Andre! Der ist tot. Clancy, weißt du, wo Andre hin ist? Nein. Wo ist er? Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy, du bleibst bei mir. Was war das denn? Hast du es gehört? Ja, das kann man nicht überhören. Wir haben es gehört, ja. Mach mal auf. Mach du auf. Andre! Wo zum Teufel ist der? Andre, wo bist du, Mann? Schwede, ey, die Stimmung. Was zur Hölle? So geil. Soll das ein verdammter Witz sein? Okay, neuer Plan. Wir finden Andre und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Na, immerhin will er seinen Kollegen retten, ey. Oder finden, besser gesagt. Und rennt nicht direkt weg. Du Scheiße, Alter. Du gehst vor. Du bist der Chef der Sendung. Du zuerst. Ja, okay. Also. Brauch eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Ja, ja, ist klar, genau, also, das brauchst du. Du zuerst. Ist klar. Geht nur um die Einstellung, ne? Was siehst du? Komm Was da runter, ist? Komm da runter. Du Scheiße, Alter. Blair Witch-Style.
Mann! Mehr hat er nicht zu sagen. Tja. Ey, ich muss, wie gesagt, ey, alleine dieses Feature mit diesen Kassetten, hoffentlich machen sie das beim nächsten Teil auch so. Weil damit haben sie sich so viel Freiheit gegeben. Das ist schon auf, ja, auf Animus-Level, Alter, aus Assassin's Creed. Die können eigentlich, mit diesen Tapes können die eigentlich alles machen. Die können eigentlich alles machen. In einem Spiel was ganz anderes erzählen oder ganz andere Sicht auf die Dinge zeigen. Das ist eigentlich so eine riesige Freiheit, die sie sich damit gegeben haben. Sehr schlau eigentlich. Jetzt müssen wir nur gucken. Hier müsste doch der Knopf sein, genau. Oder hier der Hebel. Jeder normale Mensch wird natürlich da jetzt nicht runtergehen, nachdem er das Tape gesehen hat, aber es geht ja um seine Frau. Oder? Dann macht man das schon. Verdammt! Also dieses schön eklig dreckige haben sie so gut eingefangen. Allgemein die Spiele die letzten Jahre von Capcom sehen sowieso so nice aus. Auch Devil May Cry sah geil aus. Die letzten beiden Resident Evil Teile, die Remakes, sahen nice aus. Du Scheiße, Alter. Ey, das ist ganz normal, das blubbert bei mir auch immer, wenn ich in der Badewanne liege. Ist nur ein Furz gewesen, Mann. Alles cool. Wird schon nichts Schlimmes sein. Stand da gerade jemand? Scheiße, Alter, der Sound ist so heftig. Ihr müsst die Videos mit Kopfhörer gucken, unbedingt. Da machen die meisten wahrscheinlich sowieso schon am Handy, oder? Mia? Bolzenschneider. Ben tot, Harold gewandelt. Arthur gewandelt, Tamara gewandelt. Clancy, da ist er doch. Clancy L. Wofür steht L? Lebt? Andrew tot, Peter tot. So hieß der Host, oder? Andrew war ja derjenige, der verschwunden ist. Bolzenschneider. Ja, komm, erstmal zur Frau. Dann looten. Gegebenenfalls. Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Ist du in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, habe ich nicht. Hab ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Ja, wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen, jetzt! Wohin führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Wirst du mir erzählen, was hier los ist? Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre?
Was ist das hier? Was haben Sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Ich glaube, es ist hier lang. Ganz lecker hier, Fleischfabrik. Mia, wir müssen reden, die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Dort. Dort ist es. Das ist ja auch der einzige Weg, ey. Die ist so verrückt, die Alte. Ich hab Schiss, ey. Hier ist es. Ja, ja. Dann geh mal durch. Ich kenne diesen Raum. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Es gibt noch eine Tür hier, ich bin mir sicher. Mia. Wir müssen hier raus. Bleib einfach hier, okay? Ich werde mich umschauen. Ach, Scheiße, Alter. Puppen in Horrorspiel. Oh, shit! Nein, lass mich in Ruhe! E-001. Erstmal den Zettel nehmen, dann der Frau hinterher. Irgendeine Waffe, Alter. Irgendwas. Heilung, sehr gut. Alter Schwede. Alter Schwede, Alter. Ah, Junge. So geil. Karte des Gästehauses. Ist es hier, vorne, ganz große Frage, ist es hier genauso wie bei Resident Evil 2, dass es abgehakt ist, wenn da nichts mehr zu finden ist? Ich weiß gar nicht, wie das hier war. Mia, warte! Warte! Ugh.
verdiene das. Was zur Hölle bist du, Mia? Verrückt. Verrückt ist sie. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, für den ersten Part reicht es an der Stelle. Wenn ihr Bock habt auf mehr, wie gesagt, wir zocken es nochmal durch. Habt ihr Bock, mich zu begleiten, würde mich sehr freuen. Lasst ein Like da, lasst ein bisschen Support da, checkt die Videobeschreibung ab und macht unbedingt beim Gewinn, bevor mein Partner Instant Gaming mit. Könnt ihr ein Game gewinnen, auch Resident Evil. Aber ich würde euch empfehlen, einfach 75er PSN-Guthaben, wenn ihr auf der PlayStation zockt oder Guthaben für eure andere Konsole, Nintendo, Xbox, alles dabei vorne. So, das war's. Ansonsten hört man sich beim nächsten Mal. Habt ihr Bock? Seid dabei, würde mich freuen. Haut rein und tschüss.